Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das ist ein kirchlicher Spruch, von diesem Evangelium geprägt, den jeder kennt, aber den man nicht wirklich ernst nimmt. Wenn man sich die Welt anschaut, es stimmt schon. Weil die meisten heutzutage laufen dem Mammon nach und es muss nicht immer Geld sein. Das sind Dinge, die einem gut tun, die wichtig sind, die vielleicht auch nützlich sind, aber die mit Gott nicht viel zu tun haben. Und sehr viele Christen machen sich etwas vor heutzutage, dass man das mit der Nachfolge vereinbaren kann. Und Jesus sagt klare Worte, ihr könnt nicht beiden dienen. Das geht nicht. Um zu verstehen, warum das nicht geht, reicht der Blick in das Alte Testament. Wenn man sich die Israeliten anschaut, die aus dem Land Ägypten ins verheißene Land geführt werden. Wenn sie dann in dieses Land hineinziehen, bekommen sie ziemlich viele Vorschriften von Gott. Also Gott ist da ein bisschen kompliziert, könnte man sagen. Und er erklärt ihnen noch ganz genau, dieses Land, in das ich euch hinausführe, gehört nicht euch. Es ist mein Land. Ihr dürft das Land bebauen, dort wohnen, dort leben, aber das gehört nicht euch. So etwas wie Grundbesitz gab es in Israel, das war erlaubt, aber das war so gebaut, dass nicht einmal dieser Grund, den ich besitze, mir gehört. Es ist Gottes Sache. Gott ist einer, der in seinem Reich keinen neben sich duldet. Und Gott weiß ganz genau, dass unser Herz vielen Dingen nachläuft. Und das, wo dein Herz sich hinrichtet, dass die Dinge, denen du nachläufst, das ist dein Herr. Das ist der, der über dich herrscht. Sei es das Geld, Ansehen, Gesundheit, Gott oder andere Dinge. Das ist der, der über dich herrscht. Und die Herrscher dulden neben sich keinen anderen. Wenn du dem Geld nachläufst, wenn das das Wichtigste in deinem Leben ist, wird alles andere zu kurz kommen. Wenn es deine Triebe sind, wird alles andere zu kurz kommen. Es können auch gute Dinge sein, wenn es deine Familie ist, dann wird alles andere zu kurz kommen, auch du. Wenn es Gott ist, dann soll auch alles andere kürzer treten. Daran erinnert Jesus mit diesem einen kleinen Satz. Dein Herz kann nur einem gehören. Die, die geheiratet haben, wissen das gut. Die, die nicht geheiratet haben, wissen das auch gut. Dein Herz kann nur einem gehören, nicht zwei. Das funktioniert nicht. Warum Jesus das sagt? Weil er eben ein Prophet ist. Und wie der Weg dorthin führt, dass dein Herz ihm gehört, ist ein bisschen komisch. Das ist eben dieses Prophetische, von dem ich spreche. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht um euer Leben, weil ihr wisst nicht, wann es anfängt, ihr wisst nicht, wann es enden wird. Ja, außer man nimmt sich das Leben, aber das funktioniert auch nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Da gibt es keine Garantien. Also es liegt nicht in unserer Hand. Schaut auf die Vögel des Himmels, auf die Lilien und auf euer ganzes Leben. Von denen sollt ihr lernen. Und das klingt jetzt ein bisschen blauäugig, was Jesus hier sagt. Ja, wir sollen uns keine Sorgen machen, so wie die Vögel leben. Ja, warten, bis etwas vom Baum fällt oder da etwas suchen. Oder wie die Lilien ganz.
Das kann nicht funktionieren. Und Jesus meint auch nicht, dass wir uns um euer Leben nicht sorgen sollen. Also, dass wir dafür nicht sorgen sollen, dass es funktioniert. Wenn du Familie hast, hast du Verantwortung. Wenn du einen Beruf hast, hast du auch Verantwortung. Übe das gut aus. Jesus sagt nicht, schmeiß alles hin und lebe wie ein Hippie. Das hat nicht mal bei den Hippies funktioniert. Das meint Jesus hier nicht, diese Sorglosigkeit und irgendwie Blauäugigkeit, sondern etwas ganz anderes. Also Vögel, das sind so Wesen, die ziemlich kleine Gehirne haben. Und die meisten Vögel sind nicht besonders klug. Und was Jesus hier meint, ist eben, dass da es nicht viel braucht im Kopf, um das zu verstehen. Weil ein Vogel, der kennt so etwas wie Vergangenheit nicht und er kennt auch nicht so etwas wie die Zukunft. Deswegen bauen Vögel normalerweise keine Vorräte auf. Es gibt schon ein paar Arten, die ein bisschen intelligenter sind, aber die meisten tun's nicht und die meisten Tiere sammeln auch keine Vorräte. Die fressen sich vielleicht den Speck an, dass sie über den Winter kommen, aber das ist nichts Bewusstes. Und auch die Zukunft können sie nicht erkennen. Also ein Huhn kann vielleicht das Korn vor seinem Schnabel erkennen, aber nicht viel mehr. Es kann nicht denken, ah, da könnte noch hinter dieser Ecke etwas sein. Sondern es läuft einfach so und pickt sich die Steine und die Körner und was es noch findet. Was die Vögel ausmacht und diese kleinen Tiere und allgemein Tiere, sie leben hier und jetzt. Und das ist eben der Weg, den Jesus uns zeigt, damit wir im Reich Gottes leben. Und das bedeutet, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, wenn ich in der Früh aufstehe und dann Kaffee trinke, dass mein Gehirn funktioniert, dann plane ich, was ich an diesem Tag tun sollte. Und eigentlich, es gibt immer so ein, zwei Dinge, die ich wirklich machen sollte, die vielleicht nicht dringend sind, aber ich weiß, das sollte ich tun. Und was macht man dann? Ja, nachts 12 Uhr. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen später und dann ist Abend und dann hat man es nicht geschafft. Ich rede nicht so vom Erledigungskram, sondern von wirklich wesentlichen Dingen. Wenn man jemanden verletzt hat, dann weiß man, man sollte anrufen und sich entschuldigen, zu dieser Person gehen und um Vergebung bitten oder etwas Nettes machen oder sonst was. Das ist nur ein Beispiel. Um solche Dinge geht es, um wesentliche Sachen. Und Jesus lehrt uns, macht es einfach. Tu nicht herumdenken. Was wird sein, wenn ich das oder dieses tue? Wie soll ich das machen? Und so weiter. Wer soll mir helfen? Woher bekomme ich die Mittel? Und so weiter. Ist uninteressant, solange du nicht den ersten Schritt machst. Diese Entscheidung triffst. Ja, Herr, ich möchte diese eine Sache heute machen. Und ich beginne damit. Es braucht schon ein bisschen Übung, damit man so lebt. Ich will nicht behaupten, dass ich das kann, aber das ist der Weg, den ich hier in diesem Evangelium sehe. Damit es nur einen Herrn gibt, damit nur Gott über mein Leben herrscht. Dieses Herrschen, das ist ein Wort, das nicht so angenehm heutzutage ist. Also im Deutschen klingt es nicht so cool und es ist ein bisschen anstrengend, das alles 10-mal zu erklären, aber es geht um die Herrschaft. Weil andere Götter werden dich knechten, ob es dein Geld ist oder deine Familie oder sonst was. Gott ist der Einzige, der dich nicht knechten wird. Ich komme viel herum
in der Gegend, also hier in Mitteleuropa und so weiter. Und überall, wo ich es sehe, dass Gott, dass Menschen diese Herrschaft Gottes in ihrem Leben anerkennen, wo sie sagen, nur du bist der Herr. Da geschehen gute Dinge. Dann widmen die Leute ihr ganzes Leben zum Beispiel der Verkündigung des Evangeliums. Und manche machen das ganz einfach. Sie versuchen, eine gute christliche Familie zu gründen und sie zu leben. Was für ein Zeichen in der heutigen Zeit nach außen ist es, wenn eine Familie beständig ist, wenn Liebe in dieser Familie herrscht. Was für ein Auftrag ist das? Was für ein prophetisches Zeichen ist das? Das kennt die Welt heutzutage kaum. Und die Älteren haben es vielleicht erlebt. Aber die Leute da draußen, die kennen das nicht. Wenn eine Beziehung 2 Jahre hält, ist schon gut. Oder sie gehen in die Mission. Und das bedeutet, sie müssen Geld verdienen, damit sie sich das leisten, dieses Ticket dorthin. Sie müssen auch so verschiedene Vorkehrungen treffen, damit es funktioniert, damit es möglich ist. Und das zeigt eines, wenn du dein Leben in den Dienst Gottes stellst, wenn Gott dein Herr ist, der Herr über dein Leben und niemand andere, nicht einmal dein Ehemann oder deine Ehefrau, dann wirst du alles haben, was du brauchst, weil du wirst dann deine Ressourcen, deine Kräfte, deine Energie und dein Leben dort einsetzen, weil es sinnvoll ist und nicht für Dinge verschwenden, die dir kein Glück geben können. Das ist ein sehr starkes Evangelium, das wir hören, sehr herausfordernd. Aber Jesus zeigt in diesen Worten einen ganz simplen, einfachen, unkomplizierten Weg. Es heißt nicht, dass er leicht ist. Aber wenn ich es schaffen könnte, dass ich mich dafür entscheide, so zu leben, und ich es tue, dann ich würde alles dran setzen, dass es funktioniert. Als Dinge nachzulaufen, die mich nur zerreißen. Und ich wünsche es euch, dass ihr in euch diese Kraft dazu findet, diesem Lebensmodell nachzufolgen. Das ist etwas, was Gott uns vor die Augen legt. Und wie die Bibel schön sagt, ich lege vor dir das Leben und den Tod. Die Wahl liegt bei dir.